Oh mein Gott, was? Diese Bilder werden dich dazu bringen, oh mein Gott, zu sagen, egal was passiert, Leute, glaubt mir, es wird eine Sache bzw. mehrere Sachen geben, die ihr in diesem Video sagt, und das sind, oh mein Gott, no, muss los. Denn wir gucken uns heute einige Sachen an, die euch wirklich dazu bringen werden, das alles zu sagen. Denn glaubt mir, Leute, das, was wir gleich sehen werden, das wollen wir, glaube ich, eigentlich gar nicht sehen. Aber das ist noch der Kommentar des Tages, Leute. Wenn ihr Kommentar des Tages werden wollt, einfach die Glocke aktivieren, das ist einer der ersten Kommentare, dann werdet ihr mein Video eingeblendet. Herzlich willkommen. Und wenn ihr noch komplett neu auf diesem Kanal sein solltet, hi, ihr könnt jetzt gerne ein kostenloses Abo lassen, denn es kommt fast jeden Tag neue Videos und es kostet nichts. Deswegen, Leute, gönnt euch doch einfach was, ja? Aber gut, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Bild an. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da nicht direkt, oh mein Gott, oder irgend sowas sagen muss. Ich meine, komm schon, wir... Okay, nein. Wir haben also eine Kaffeetasse. In dieser Kaffeetasse schwimmt aber nicht nur ein bisschen Kaffee, sondern eine Spinne. Seit wann mögen Spinnen Kaffee? Ich will es gar nicht wissen. Stellt euch einfach mal vor, ihr geht also wirklich genüsslich an einem Montagmorgen zu eurer Kaffeetasse. Ihr schaut nicht rein, ne? Ihr gönnt euch so ein bisschen Kaffee und so, trinkt dann so, sippt an eurem... Es ist wunderbar. Ihr werdet wach, alles ist easy. Ihr schaut in eure Tasse und auf einmal seht ihr, da ist eine Spinne. Muss los, Bruder, wir sehen uns später, ne, muss los. Es gibt wirklich viele Dinge im Leben, ja, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die nicht so schön sind, aber eine Spinne in einer Kaffeetasse? Ich flieg direkt First Class nach Asien, Alter, ich werde keine Sekunde länger in diesem Haus bleiben. Oh, no, was, ah, Gott, wieso habe ich mich auf dieses Video eingelassen? Wir sind also jetzt in irgendeinem tropischen Land, ich habe keine Ahnung, wo genau, hinten sind ein paar Touristen und so, und im Vordergrund sieht man eine dreiköpfige Schlange. Sie hat drei Köpfe. Bruder, muss los. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das echt ist, denn ich bete mal, dass es das nicht echt gibt. Vor allem, was machen diese Touristen da im Hintergrund oder diese Einwohner? Sie stehen da und denken sich erstmal, oh, gerade eine dreiköpfige, machen wir erstmal ein Bild. Das zeige ich erstmal meinen Kindern. Bro, wenn ich das sehen würde, ich würde da nicht stehen, ich würde da nicht ein Bild machen, ich würde da nicht sagen, oh mein Gott, schaut euch das an. Digga, First Class Flug, ich würde nach Asien sprinten. Und was machen die da hinten? Sie gönnen sich erstmal einen Kaffee, werden wahrscheinlich erstmal ihre Familie anrufen. Hey, kommt doch vorbei, wir haben hier eine dreiköpfige, ja genau, eine dreiköpfige. Digga, ich weiß nicht, was mit manchen Menschen los ist, aber ich will es nicht wissen, denn dieses Bild, nope. Finito. Let's read the newspaper. Wissenschaftler haben eine geflügelte Spinne entdeckt. Wenn es eine geflügelte Spinne auf diesem Planeten gibt, Digga, sofort, ich flieg zum Mars und wohne da. Mir völlig egal, ne? Stellt euch wirklich mal vor, ihr würdet sowas entdecken. Digga, was würde man machen? Das ist nicht so, okay, diese Spinne krabbelt jetzt da hinten irgendwo rum. Nein, diese Spinne kann auf euch zufliegen. Game over, Digga. Ich hab so... Nein. Ich glaube mit, das wäre eine der schlimmsten Sachen, die es überhaupt geben würde. Deswegen, Dankeschön, dass es das nicht gibt. Denn wirklich, ohne Scheiß, ich würde auf dem Mars wohnen, Leute. Ich bin dann. Nach diesem Video traue ich mich nie wieder irgendwas. Es ist also jemand einfach zum Tanken gefahren. Ich meine, wenn ihr über 18 seid, dann ist das ganz normal für euch. Okay, ihr fahrt Auto, ihr müsst irgendwann auch mal wieder tanken. Ist ganz normal. Dann fahrt ihr also an eure Tankstelle, ne? Alles easy, ihr gebt da so euren Code ein. Ihr wollt dann euer richtiges Ding auswählen. Wollt das rausziehen? Ey, da sitzt aber eine Schlange in diesem Tankschlauch. Ja. Anscheinend will die auch nur ihren AMG volltanken. Perfekt, Digga, wirklich, ohne Witz, Mann, wenn ihr sowas so... Digga, wieso macht man davon noch ein Bild? Ich verstehe die Leute nicht, die sowas entdecken, ne, oder die sowas sehen. Ich, ohne Witz, ich würde einfach wegrennen. Ich würde einfach nur so... Keine Sekunde würde ich da länger bleiben. Aber die denken sich erstmal so, ja, okay, gut, da sitzt jetzt, mache ich mal schnell ein Bild, so. Schlange, könntest du bitte nochmal 5 cm nach rechts, bitte eines... ja, ich muss nämlich nochmal ein Pick... Ja, perfekt. Schreibt mir mal, ob ihr wegrennen würdet oder ob ihr ein Bild machen würdet und dann ein paar Likes holen würdet. Ich ganz klar wegrennen, ab zum Mars, Alter. Wer mitkommen will, Leute, ich buche uns ein Hotel auf dem Mars und dann chillen wir da zusammen. Auf meinen Nacken, ich schwör's euch. Nun kommen wir zu etwas, was auch sehr, sehr angsteinflößend ist, aber Gott sei Dank mal nichts mit irgendwelchen gefährlichen Tieren zu tun hat. Denn das betrifft jetzt mal wieder auch jeden von uns, der Geld abheben möchte. Da gibt es einige Betrüger, die eben diese, keine Ahnung, Kartenleser-Dinger da eben einbauen. Und wenn ihr euren PIN da eingebt,
hebt, dann haben die quasi eure Karte gehackt. Deswegen immer Vorsicht, okay, immer aufpassen, wenn ihr Geld abhebt. Überprüft das Ganze immer, denn das ist echt nicht eine lustige Sache. Da kann nämlich Geld einfach von der ganzen Welt abgebucht werden und das wollt ihr nicht, okay? Das wollt ihr nicht. Jetzt kommen wir zu einem Bild. Diese App gibt es in Deutschland zwar noch nicht. Uber heißt die. Ich glaube, einige von euch werden die kennen. Das ist ja in Amerika so quasi wie so ein Taxidienst. Und dann kommt halt irgendeine random Person und holt euch ab und macht quasi Taxi für euch. Ja, hier haben wir aber den Jonathan und der Jonathan, der sieht jetzt nicht ganz so freundlich aus. Würde ich sagen, nö, wir laufen dann doch lieber, denn Jonathan, kein Hate geht raus an dich, okay? Bruder, kein Hate, aber muss los, Digga, muss laufen. Digga, nee, absolut, absolut nee, würde ich nie im Leben mit ihm fahren. Niemals. Selbst wenn es nachts um 4 Uhr ist, keine Ahnung, ich müsste 2 Kilometer nach Hause gehen, Digga, ich würde trotzdem nicht mit Jonathan fahren. Ja, jetzt haben wir als nächstes eine genau gleiche Situation, wo jemand oben ins Bild schreibt, looks like I'm not going home. Ja, diese Person hat eben gesagt, dass sie nicht nach Hause kann, weil da ganz zufällig ein Krokodil unter seinem Auto sitzt. Wer kennt's nicht? Ich meine, ja, bei den einen, da sitzt so eine Katze unter dem Auto, wisst ihr, und spielt da ein bisschen und man muss sie so wegscheuchen, damit man nicht drüber fährt. Bei den anderen liegt vielleicht ein Fußball unterm Auto, wo irgendwelche Kinder gespielt haben und der ist runtergerollt. Aber ich meine, ein Krokodil, jeden zweiten Tag unter meinem Auto, ne? Ich wüsste echt nicht, was man macht. Ich meine, okay, bei uns passiert das nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist -5, dass das in Deutschland passiert. Aber irgendwo in Australien oder keine Ahnung, wo diese Tiere so richtig am Eskalieren sind, da ist das ganz normal. Leute, was macht ihr, wenn ein Krokodil unter eurem Auto sitzt? Ich meine, ihr könnt ja nicht hingehen und sagen so, ey, Bruder, ich weiß, du chillst da gerade, aber könntest du vielleicht weggehen? Ich würde gerne mit meiner Freundin heimfahren. Du weißt Bescheid, Mann, Digga. Yo, Bro, alles klar, ich krabbel kurz weg. Digga, Krokodil, ich schwöre, du bist der Beste, Mann. Sowas geht nicht, okay, Leute? Ich habe also absolut keine Ahnung, was man in so einem im Fall macht, außer schreien und... Oh mein Gott, was? Okay, nein, wir haben einen Fallschirmspringer. Dieser Fallschirmspringer sieht zuerst auf den ersten Blick ganz normal aus, ja? Er macht halt das, was Fallschirmspringer machen. Aber es gibt halt einen kleinen Haken, denn dieser Typ hängt halt nicht in seinem Rucksack festgeschnallt, sondern er hält sich unten fest und ist rausgerutscht. Er hält sich nur noch an seinem Rucksack fest. Digga, das ist das... Was? Vielleicht wollte er es aber auch so. Vielleicht ist das irgendwie so ein Profisportler, ein Profi-Stunter, der sich einfach mal dachte, hey, komm, Jungs, schaut mal, was ich kann. Und schon hängt er an seinem Ding und fliegt durch die Gegend wie Superman, um seine Freunde zu beeindrucken. Jimmy, Bruder, ich hab dir gesagt, trink nicht mehr als 5 Biere, denn dann kommst du immer auf solche dummen Ideen, okay? Leute, er musste sich beeindrucken, ja, er musste jedem zeigen, dass er das kann. Jetzt haben wir dieses Bild bekommen. Dankeschön, ich sag's aber trotzdem, nope, muss los, aber Jimmy, viel Spaß, ich hoffe, du bist gut gelandet und dann sehen wir uns morgen wieder. Als nächstes kommen wir wieder zu einem Bild, wo einfach mal dran steht, Free Hugs. Das heißt, es gibt wieder gratis Umarmungen, da würde ich auf jeden Fall also direkt hingehen. Einziges Problem ist, das ist ein kompletter, kaputter Schuppen, wo man nichts sieht. Geht niemals in sowas rein. Digga, da drin gibt es keine kostenlosen Umarmungen. Da drin gibt es gar nichts, okay? Das ist viel zu creepy, yo. Vor allem dieser kleine Stuhl, der da unten steht. So richtig, dass man da reinklettern muss in dieses komplett dunkle Gebäude und dann weiß man nicht, was auf einen zukommt. Bro, nie im Leben würde ich da reingehen. Nie im Leben. Außer es würde halt da drin wirklich vielleicht kostenlose Umarmungen geben und dann würde ich vielleicht auch einmal in meinem Leben umarmt werden. Jetzt haben wir als nächstes ein... Oh nein, oh Bro, no, don't do this, man, okay? No, don't do this. Wir haben als nächstes Vaseline. Ich weiß immer noch nicht ganz für was das. Ich glaube, das ist irgendwie für trockene Haut oder so, kann man das benutzen. Letztendlich haben wir Vaseline an einem Gratis-Austeststand und da ist einfach eine Dose, wo schon 800.000 Mal reingefasst wurde. Ich meine... Gott, ist das eklig. Da fassen egal was für Leute, okay? Richtig eklige Menschen, ganz normale Menschen und so, fassen da rein und schmieren sich ihre Hände ein und ins Gesicht und fassen da wieder rein. Und wenn ihr da auch reinlangt, wisst ihr, wie viele Bazillen ihr dann an der Hand habt? Bah! Bro, niemals. Wirklich, das ist das Schlimmste von allem. Nie im Leben würde ich das anfassen und mir irgendwo ins Gesicht schmieren oder so. Leute, boah, ist das no, no. Leute, würdet ihr, schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr das machen, wenn ich euch 5 Euro geben würde? Ich hoffe, ihr schreibt nein, okay? Ich hoffe, ihr schreibt nein. Und als allerletztes haben wir noch ein Schild. Ich glaube, das hatten wir schon mal in einem Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ich glaube, das hatten wir schon mal, wo auf einem Schild steht, have your birthday party here. Also sozusagen, du kannst deinen Geburtstag genau hier feiern und das Ganze zeigt auf einen sehr, sehr creepy Notausgang mit Toiletten. Bro, heißt das, ich gehöre zu den Toiletten oder wieso? Digga, ich dachte, wir feiern zusammen heute meinen Geburtstag, Mann.
Okay, Spaß beiseite. Ich weiß wirklich nicht, wer sich das gedacht hat. Hey, ich hänge dieses Schild einfach mal dahin und zeige auf die Toiletten, weil wer will da hinten in diesem creepy Gang feiern? Niemand. Das war's dann auch schon wieder komplett. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt jetzt noch kostenlos abonnieren. Das ist das letzte Video. Und auch bei dem letzten Video können wir tatsächlich eine Geburtstagsparty feiern. Ihr müsst nur draufklicken und dann werdet ihr jetzt direkt weitergeleitet. Ja, genau. Jetzt müsst ihr euch zweimal im Kreis drehen. Richtig? Mir noch ein High Five geben? Ich will nicht wissen, wie viele Leute mir jetzt ein High Five gegeben haben.